KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Ich begrüße seit langer Zeit mal wieder die Kate. Hallo. Hallo. Zwar immer noch etwas angeschlagen, sie kämpft sich hier in die Sendung. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Erik. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es geht allen gut soweit. Das hoffe ich auch, nachdem die Seuche jetzt hier den KinoCast befallen hat. ja, ich hoffe, allen da draußen geht's gut und wir haben Filme mitgebracht. Vielleicht hilft euch das bei einer eventuellen Genesung. Problemista hatten wir in der Sneak Preview, ein A24-Film. Da wird der Chris nachher ein bisschen was drüber erzählen. Dann habe ich im Heimkino gesehen, ganz neu erschienen, mit Jennifer Lopez, der Film Atlas auf Netflix. und ich habe noch ein paar ältere Filme geschaut. Zum ersten Mal habe ich geschaut Waltz with Bashir. Den hatte ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Der war ja damals auch Oscar nominiert. Der ist mir aber irgendwie durch die Lappen gegangen. Und bei den Serien haben wir im Angebot The Eight Show. Haben wir alle drei geschaut. Mal gucken, wie es uns gefallen hat. Chris, Problemista. Was hatten wir denn da für Probleme? Ach, Problemista, ja. Julio Torres führt Regie und spielt die Hauptrolle. Er spielt nämlich Alejandro und der kommt aus El Salvador und möchte Spielzeuge designen eigentlich. Er hat da was ganz Großes im Auge, weil er bewirbt sich bei Hasbro und für das Jugendprogramm ist da ziemlich motiviert für. Problem von Alejandro ist, er ist ein bisschen ja, anders als die anderen, so von der Art her. Er lebt manchmal so ein bisschen in der Traumwelt, kann man das so richtig sagen? Ich denke, ja. Weil so wurde er von seiner Mutter auch aufgezogen, für die er das kleine Wunder war oder ein kleines Wunder ist. Und so kommt er oder verschlägt es ihn eben nach New York. Ganz klar, Moment, ich muss kurz die Hasen ruhig stellen. Sekunde. Die Hasen. Ich kann nicht da kurz erklären, was man am Anfang sieht, als der Chris noch draußen war, noch von der Moderation. Da sieht man nämlich in so einer Art märchenhaften Welt, wie er in, wo war das, Guatemala oder was? In Südamerika. El Salvador, ich hab's extra gesagt. wo er da aufgewachsen ist, denn seine Mutter, die hat ihm da so ganz ja, verträumte Sachen gebaut und sie war halt so sein Ein und Alles und dann kommt ein sehr harter Cut. Dann ist er auf einmal in New York. Man fragt sich, wie hat ihn diese beschützerische Mutter überhaupt gehen lassen? Ja, und vor allem dann auch noch so weit weg. Und ja, er versucht sich dann zurechtzufinden. Chris, genau, ich übernehme wieder. Vielen Dank. Er versucht sich also, wie gesagt, dort zurechtzufinden. Und er hat eine eher seltsame Aufgabe. Da fehlen mir wirklich die paar Minuten vom Anfang. Weil er irgendwie so eine Kryokammer bewachen muss, wo ein Künstler sich hat einfrieren lassen. Er sucht halt Jobs, weil er hat sich da beworben bei Hasbro. Ja genau, das habe ich ja gesagt. In der Zwischenzeit muss er irgendwie Geld verdienen. Und weil er braucht seine Aufenthaltsgenehmigung. Und er braucht auch, genau, er muss auch eine Arbeitsstelle nachweisen für sein Visum. Und da hat er eben diese kuriose Stelle bei so einer Kryo-Firma, die halt Leute einfrieren, die irgendwie krank sind oder irgendwas. Und da bewacht er halt mehr oder weniger den, also er ist halt dieses Zusatz-Deluxe-Package, was so eine Künstlerfrau gebucht hat, weil da ist dann halt quasi ein Mensch, der die ganze Zeit so eine Kryo-Kapsel auch bewacht, dass da alles läuft. Seine einzige Aufgabe ist, zu kontrollieren, dass der Notstromversorgung drin ist und alles und auch das geht irgendwie mal schief und er wird dann dort rausgehauen und ich weiß nicht, wann kamst du rein? Ja, jetzt, ja. Da wollte ich jetzt gerade wieder auch einsteigen. Mhm. Also er, wie du es gerade schon gesagt hast, er steckt aus Versehen das ganze Ding mal kurz aus, was natürlich erstmal einen Alarm auslöst und er so, was mache ich jetzt? Und, ich tue es einfach wieder rein, ist ja nichts Schlimmes passiert und blablablub. Trotzdem kostet es ihn mehr oder weniger den Job und diese
Ja, wie du es gerade schon genannt hast, diese Dame, wo sich da drum kümmert, ist Tilda Swinton. Also das ist eigentlich die Frau von dem Menschen, von dem Künstler, der da von RZA eingefroren ist. RZA, genau. Der hier einen Maler spielt. Der einen Eiermaler spielt, genau. Also der Hühnereier. Hühnereier, ja, danke. Bitte konkretisieren. Der Eier in verschiedenen Varianten eben malt, wie sie ja auf der Welt so zu sehen sind oder wie sie unterwegs sind oder wie sie halt was Ei auf gelbem Hintergrund oder blauem Hintergrund. Ein bisschen weird, aber okay. Und ja, Problem ist halt auch, die hat eine ziemliche Eigenart, sagen wir es mal so, die ist ein bisschen strange drauf, die gute Frau. Und ist ja alles andere als einfach, weil sie eben auch die ganze Zeit so, ja, hier, da ist das und das, da muss sie nicht alles gefallen lassen. Und sie sieht eigentlich überall Probleme, wo keine Probleme sind, sagen wir es mal so, oder macht dann auch gerne Probleme draus. Aber das ist so ihre Art und so kämpft sie sich durchs Leben. Und als Alejandro dann eben seinen Job verliert, hat sie mehr oder weniger so ein bisschen Mitleid oder vielmehr, sie braucht halt auch jemanden, der sie unterstützt, weil sie möchte eigentlich eine Ausstellung für ihren verstorbenen Mann machen, weil sie braucht auch Geld, das ist das Nächste. Und sie sagt halt, ja, wenn wir eine Ausstellung machen. Damit sie das eingefrorene Package bezahlen kann. Ja. Genau. Das heißt, wenn sie eine Ausstellung machen kann, dann hat sie genug Geld, um eben ja, das alles zu machen, das Package weiter zu bezahlen auch und um ja, wer weiß, was mit ihr dann noch alles passieren könnte. Und so kommt es eben, dass er zum Assistenten von ihr aufsteigt und es beginnt eine relativ skurrile Reise dann für Alejandro durch eben diese Kunstwelt, der sämtliche Verrücktheiten von Elizabeth, also von Tilda Swinton, aushalten muss, der sich allerdings da irgendwie auf alles auch einlässt und versucht auch einen guten Weg zu finden, sei es dann die Sachen mit der Software erinnert, mit zum Archivieren und boah, du musst die Software benutzen, kennst du das? Ja, keine Ahnung, und schaut sich dann Tutorials und so an und es ist ja, also wie gesagt, er wird so, ich will jetzt nicht sagen der Leibeigene, aber er macht halt Botengänge, er macht irgendwelche Aufträge und Alejandro wird halt ein wichtiger Teil von ihrem Leben und trotz allem ist er auch immer noch so ein bisschen dieses, ja, für sie so ein bisschen so dieses, ja, ist halt da und jetzt kann ich meine ganzen Launen und so an ihm rauslassen. Also er muss sehr viel auch ertragen und einstecken und ja, wo das Ganze dann hinführt, fragt man lieber nicht, also was mit der Suche nach den Bildern noch passiert, welche Traumwelten da noch oder welche Traumsituationen sich Alejandro noch begibt oder dann auch hat, welche Rolle Hasbro noch spielt, lassen wir alles mal noch offen. Es ist halt ein Film wirklich darüber, dass das gezeigt wird, dass es verschiedene Wege eben gibt, zu seinem Traum zu kommen, zu seinem Ziel zu kommen und man sich vielleicht auch nicht für alles immer zu schade sein muss. Und Julio Torres, finde ich, spielt das teilweise richtig herrlich, weil er ist so ein bisschen, er hat so einen komplett treu-doofen Blick manchmal drauf, tippelt immer so richtig herrlich, wo man auch denkt, so Gott, das ist ja, also der ist relativ knuffig und eigentlich möchte man ihn aus der Situation rausholen, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder ganz gut, dass er quasi jemanden hat, um den er sich kümmern kann mit Tilda Swinton. Ja, irgendwie kümmern sich ja beide umeinander, ne? Ja, also ja. So ein bisschen, das fand ich auch sehr herzerwärmend. Darauf wollte gerade mein Satz hinaus. Ja. Das genau das. Ach so, sorry. Weil im umgedrehten Sinne nämlich sie sich, also nicht nur er sich um sie, sondern sie sich halt dann auch um ihn kümmert und ihn dann ein bisschen auffängt und alles. Deswegen, das ist schon ein ganz arg nettes Zusammenspiel. Die beiden sind halt so grundverschieden. Er so völlig irgendwie so ein bisschen introvertiert. Und sie halt so völlig extrovertiert und sie lässt sich halt auch nichts sagen und wenn irgendwo bei irgendwas nicht funktioniert, dann bohrt sie da bis zum geht nicht mehr und ja, aber es sind halt auch immer die anderen schuld. Ja, ja, und er lässt sich aber, er ist ja völlig introvertiert, er lässt sich dann rumschubsen, er hat ja da sein Problem mit der Einwanderungsbehörde und dieses,
dieses Einwanderungssystem wird ja da auch im Film thematisiert, wie irrsinnig das ist, dass jemand irgendwie, also du musst halt arbeiten, um die Erlaubnis zu bekommen, arbeiten zu dürfen, so nach dem Motto, ne? Und ja. Also das heißt, und wenn du die Erlaubnis noch nicht hast und arbeitest, dann darfst du halt kein Geld verdienen, ja. Und ach, das ist alles so irrsinnig, wenn man bedenkt, dass ja eigentlich die USA eigentlich so ein Einwanderungsland per se sehr sind. Die bestehen ja aus Einwanderern zu, weiß nicht, 95% die Bevölkerung. Und ja, ist eigentlich schon total irre. Seine Irrfahrt, das hat mich so ein bisschen erinnert an, jetzt komme ich gerade nicht auf den Titel, wie hieß er, der Oscar-Film? Na, mal, ich google mal nebenbei hier. Ja, aber ich habe keine Ahnung, was du meinst, aber das ist schon. Ja, ich komme gleich drauf, warte. Ja, du kannst ruhig weiter erzählen erstmal in der Zwischenzeit. Ja, gut, ich meine, viel gibt es dann auch nicht mehr zu erzählen. Also, ist halt, ja, wie gesagt, ein relativ amüsantes Zusammenspiel zwischen diesen beiden Welten, die da komplett aufeinander knallen eben. Und man sieht wirklich, dass beide voneinander profitieren, wenn man sich dann wirklich drauf einlässt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Moral von dieser ganzen Story, dass es eben heißt, so hey, pass auf, egal wie verschieden man ist, es kann trotzdem zu einem sehr gewinnbringenden Gesamtwerk im Ende führen. Und ja, es ist halt so ein Filmchen, der Film tut, glaube ich, keinem so wirklich weh. Der Film tut keinem weh, er ist halt nett, das ist ja, aber dann hört es halt leider auch irgendwo schon auf. Also ich weiß nicht, ich konnte jetzt nicht so brutal viel am Ende des Tages damit anfangen. Also es hat mich jetzt nicht zu Tode gelangweilt oder zu Tode genervt, aber auch nicht so abgeholt, dass ich sage, oh, ich hing total gefesselt im Sitz drin und war richtig gespannt drauf, was als nächstes passiert, sondern das war eher so, okay, es war sehr vieles, okay, ja, kann man so machen, okay, das ist, also so ging es mir, ich weiß nicht, Erik, wie es dir da ging. Ich fand es sehr, sehr schön dargestellt insgesamt. Es gibt eine Szene, die ich jetzt nicht spoilern möchte. Also er geht dann auf Craigslist und nimmt da diverse Gelegenheitsjobs an, um sich ein bisschen Geld zu verdienen, um sich so durchzuschlagen. Ja. Und da gibt es ein Element darin, was nicht zum ganzen Film passt, fand ich. Also da hätte ich nochmal drüber nachgedacht, weil das hat so ein bisschen die Gesamtstimmung in eine völlig andere Richtung gelenkt und wurde dann auch überhaupt nicht mehr thematisiert. Und das fand ich ein bisschen daneben. Also nicht jetzt an sich, dass das gemacht wird, was er da tut, sondern die Art, wie da mit dem Film umgegangen wird, dass es den Rhythmus des Films so ein bisschen rausgebracht hat. Und mir ist übrigens eingefallen, es handelt sich um Everything Everywhere All at Once. Da gibt es ja auch die Szene, wo die immer zu dieser Behörde hin müssen, und das ist genau auch so ein Behördenirrsinn, der da entsteht für die Einwanderer, die da irgendwie ihre Wäscherei betreiben und so, die dann plötzlich irgendwie einen riesen Haufen Steuern zahlen müssen und wissen gar nicht wie und so. Ja, ansonsten wieder mal ein Top-Film hier von A24, also da hatten wir auch schon sehr, sehr viele auch in der Sneak Preview gehabt, also Civil War hatten wir ja letztens. Allerdings auch Midsommar, den hatten wir auch der war jetzt nicht ganz so. Dann gab es, glaube ich, einen Film, da sind wir beide ein bisschen, da gehen unsere Meinungen auseinander, bei Hereditary, den fand ich ja sehr gut, den fandst du nicht gut. Lady Bird, der Oscar-nominierte, Moonlight, der einen Oscar gewonnen hat, also die haben echt ein gutes Programm, ne? Ach hier, ich sehe gerade Everything Everywhere All at Once ist auch ein A24-Film. Krass. Okay. Krass. Das ist spannend auf Ex jeden Machina Fall, hatten wir auch in der Sneak von A24. Ja, aber der war ganz cool. Ja, der war gut. Ja. Sehr gut sogar. Sehr gut war der sogar. Punktemäßig, also ich gehe mal voran. Ich gebe mal 7,5 Punkte, weil der hat mir echt gut gefallen. War schön gedreht. Und wenn ein paar Sachen ein bisschen anders gelöst worden wären, hätte ich vielleicht auch sogar eine höhere Wertung gegeben.
Und in unserer Gruppe gebe ich 7 Punkte und eine Weiterempfehlung. Ich gebe tatsächlich, ja, Weiterempfehlung kann ich doch ein bisschen mitgehen noch, aber ich gebe insgesamt nur 5 Punkte, weil wie gesagt, er hat, ja, er ist nett. Es ist so dieser typische Tut-kein-weh-Film. Wenn man ihn gesehen hat, cool, wenn nicht, ja, dann hat man es nicht gesehen, da hat man nichts verpasst, sozusagen. Deswegen ist es nicht der Film, wo ich sage, oh, unbedingt ins Kino, muss man im Kino sehen, weil wenn ihr den nicht im Kino seht, oh mein Gott, dann habt ihr eh schon da euer Leben gar keinen Wert mehr, so nach dem Motto. Also so ist absolut nicht, deswegen solider Film, mehr nicht. Ist ja ein bisschen früh im Jahr, deswegen weiß ich nicht, wie der dann in die Oscar-Nominierung mit reinrutscht, ja, aber ich denke mal, da hat doch Chancen dafür. Könnte sein. Ach so, wir haben auch noch gar nicht erwähnt, der lief bei uns in der Originalfassung auf Englisch mit Untertiteln und da fängt ja bei mir sowas noch ein bisschen mehr und ich mochte auch sehr seinen New Yorker Slang, den er hatte und ja, kann man sich gut gucken im Original, finde ich. Okay, wie schaut es denn mit den Sneak-Tipps aus? Also der Tipp der Kinoleitung lautet einfach grandios. Und es sind 2 Tipps eingegangen. Einmal sagt, denkst du, Erik, es könnte Bad Boys Ride or Die kommen? Und dann hat noch der Martin getippt, The Bike Riders. Ach, das ist der, da hatte ich auch schon mal überlegt, den Trailer mit auf KinoCast zu verlinken. Da weiß ich aber nicht, warum das einfach grandios, weiß ich nicht, was da der Tipp. Wüsste ich gerade nicht. Vielleicht lese ich mir mal die Story durch. Vielleicht, da war doch immer auch noch so eine Dame, die da Tipps eingestellt hat. Die lag doch eigentlich auch immer ganz gut. Hat diesmal gar nicht getippt. Mal schauen. Naja, mal gucken, was kommt. Naja, schauen wir mal. Ne? Diesmal weiß ich es auch wieder nicht. Ach so. Aber was wir wissen ist, dass die Kate im Kino war vor langer, langer Zeit, bevor sie sich hier mal ein bisschen ausgeklinkt hat. Und was wir auch wissen... Vor vielen, vielen Monaten. Was wir auch wissen, was ich gerade vergessen habe, Problemista startet am 13. Juni in den deutschen Kinos, wollte ich noch erwähnen. Ja, Kate war im Kino in Arthur der Große, den wir auch in der Sneak Preview hatten. Ich fand's ja, genau, weil ihr hattet den in der Sneak und ihr fandet den so schön. Und ich mag, grundsätzlich mag ich Filme mit Hunden als Helden. Und deswegen habe ich mir den angeguckt und ich ist ganz schnell erzählt. Ich fand ihn super. Ich finde, man hätte noch mehr von diesen 5 Tagen Ausflug, also wo die da diesen Trip machen. Ultra Trail hier da. Ja, diesen Ultra Trail machen. Ich finde, das war relativ schnell abgehandelt. Aber ich fand es trotzdem eine sehr, sehr schöne Geschichte mit dem Hund und dass die dann auch so eine schnelle Bindung zu diesem kleinen Köter hatten. Und ja, ich mag einfach Mark Wahlberg in solchen Filmen. Das ist einfach, ja, also kann ich wirklich jedem empfehlen. Und ja, musste ich mir angucken, wollte ich kurz erzählen. Gebe ich auch hohe Punkte. Ich gebe 9 Punkte für den Film. Oh, sehr schön. Ja, Mark Wahlberg mit Hund, das funktioniert irgendwie. Wir hatten den ja auch in diesem Doc, hieß der glaube ich nur, der Film, wo er da als traumatisierter Kriegsrückkehrer da mit diesem anderen traumatisierten Hund zusammenkommen. Ja, stimmt, wo er da den soll er ja irgendwie zur Beerdigung von seinem Herrchen bringen oder so. Genau, richtig. Mhm. Und dann entsteht da draußen eine tiefe Bindung. Das ist auch ein sehr, sehr toller Film, ja. Ja, ich habe ja, seitdem ich hier Arthur der Große gesehen hatte, hatte ich auf Instagram mir da mal ein paar Sachen zusammengeklickt gehabt und da gab es auch so Videos von dem Echten und so weiter und jetzt spült es bei mir auch immer lauter solche Sachen rein. Also da gab es jetzt auch einen, der hat einen Ultra-Trail, einen Ultra-Marathon irgendwie durch eine Wüste, Gobi oder keine Ahnung, irgendwas gemacht. Und da ist ihm auch mittendrin ein Hund zugelaufen, so ein kleiner. Und so kriege ich jetzt lauter solche Videos immer rein. Ah ja. Ja, die freuen sich natürlich auch, wenn die da irgendwo sind. Und weil die Läufer haben ja Verpflegung meistens bei sich. Zumindest mal Wasser und ein bisschen was zu essen, wenn die auf so einer langen Strecke sind. Klar, da kriegen sie meistens was ab. Man kennt das ja von Vor allem, wenn sie süß sind. Ja, ne, das war jetzt eher so ein kleiner Struppig, ja, aber der war auch ganz niedlich. Naja, mal schauen, was so Neues im Kino anläuft. Vielleicht ist da irgendwas Cooles dabei.
Kinocharts und Neustarts. So, was haben wir denn? Also die Charts nehmen wir mal hier von dem Link, Chris, den ich dir gerade geschickt habe, weil wir haben die von Innenstadtkinos leider irgendwie nicht bekommen. Da hat es gerade geklemmt. Dann nehmen wir mal die offiziellen für komplett Deutschland von Box Office Mojo. Da ist auf Platz 5 ein Neueinsteiger, der heißt Tarot. Das ist hier, glaube ich, so ein kleiner Horrorfilm. Hallo? Ja, ich hatte gerade noch meine Räuspertaste an. Ja. Entschuldigung, ich habe schon erzählt hier. Tarot, tödliche Prophezeiung hier, Studentenklicke mit Hilfe von Tarotkarten in die Zukunft schauen. Ja, ist, wie du sagst, ein kleiner Horrorfilm. Neu eingestiegen auch auf der 4, ein Film, der, glaube ich, nach vorne schnellen wird noch, und zwar If, imaginäre Freunde. Ah, das ist doch hier mit dem Dings, ne? Mit dem Ryan Reynolds, ne? Genau. Da sah ja echt witzig aus. Platz 3 ist The Fall Guy. Der bald ins Heimkino kommt, ne? Also in den USA ist er jetzt schon gestartet. Performt nicht ganz so gut an der Kinokasse. Was echt schade ist. Also wenn man sieht, Deutschland 4,5 Millionen nur eingespielt, ne? Ja, aber er hat wohl jetzt das eingespielt, ne? Ich habe gelesen, dass die das ins Heimkino kommt, ein Director's Cut. Mit 20 Minuten mehr Film. Und da ist wohl die Nachfrage jetzt schon sehr groß. Ja, dann sollten sie es vielleicht ins Heimkino bringen, zum Bezahlen erstmal, dass sie da vielleicht noch ein bisschen abcashen, weil. Hat da jemand gemacht? Nee, das ist. genau. Also, Folge verstehe ich immer noch, würde ich gerne sehen. Platz Nummer 2 in Deutschland. The Garfield Movie, also der neue Garfield, der scheint ganz Poster okay und zu laufen. Das Ding sah so niedlich aus. Naja, es sind immer noch Ferien, ne? Also solche Filme wie If und Garfield, ich glaube, die ziehen da ganz gut. Platz 1, das kann ich, verstehe ich nicht. Also ich höre da nichts Gutes über den Film. Kingdom of the Planet of the Apes. Also, ja. Vor allem, der hat ja auch nur 3,8 Millionen eingespielt. Und wenn die schon sagen, dass Fall Guy ein Flop ist mit 4,5 bei uns in Deutschland, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Na gut, mal sehen, wie es bei den Innenstadtkinos läuft, werden wir dann hoffentlich bald erfahren. Und ich gucke jetzt mal bei kino.de, weil hier haben wir mal so eine schöne Zusammenfassung drunter, was Neues anläuft im Kino. Da startet nämlich diese Woche auch Bad Boys 4 und das wäre doch mal ein richtig gutes Ding hier. Würde gut passen auf den Sneak-Tipp. Also brauche ich ja nicht viel zu erklären. Ne? Ist ja wieder Will Smith, Martin Lawrence. Ride or die. Sie waren Jäger, jetzt werden sie zu Gejagten. Das ist ja fast mittlerweile wie Fast and Furious. So irgendwie jeder wird dann mal vom Guten zum Bösen und wird gejagt und dann doch wieder gut. Und naja, mal schauen. Will Smith wird bestimmt ein paar Ohrfeigen verteilen. Ja, würde ich feiern. Ich würde mir auch das Ohrfeigen-Duell von Will Smith gegen Bud Spencer hätte mich interessiert, aber schade. Es startet auch Golda, ein Biopic über die israelische Ministerin Golda Meir und den Verlauf des Yom Kippur-Kriegs 1973. Ich hänge immer noch bei Bad Boys 4 fest. Ich weiß, was ich feiern würde, wenn da hier der Dings eine Nebenrolle hätte hier da. Der den noch eine Ohrfeige gegeben hat, irgendwie in so ein Cameo Rock. Chris Rock, genau. In irgendwie so ein Cameo oder sowas und dann irgendwie so angedrohte Ohrfeige. Nein, diesmal mache ich es nicht oder irgend sowas. Also, wenn Will Smith einen Arsch in der Hose hat und der produziert das Ding ja auch mit, also dann macht er irgend sowas rein. Und das ein bisschen. Glaube ich nicht. Es startet auch noch am 30.05. der Film Late Night with the Devil. Den hatten wir in der Sneak Preview gehabt, den haben wir selber nicht gesehen, aber der ist ziemlich gut angekommen. Und da geht es darum, dass ein Late-Night-Show-Moderator bei einer seiner Late-Night-Shows und die läuft irgendwie nicht mehr ganz so gut und da versucht er halt irgendwas Spektakuläres, dann lädt er halt irgendwie lauter so aus dem mystischen Bereich ein, irgendwelche Zauberer und sonst was und welche, die Geister beschwören können und da geht wohl zu Hause vor den Fernsehbildschirm einiges schief. Wer hätte es gedacht? Wer konnte damit rechnen? Ne?
immer sowas. Dann startet ein Film, wo unsere Meinungen brutal auseinandergingen. Den haben wir nämlich auch in der Sneak gesehen. May December, das US-Drama mit Natalie Portman und Julianne Moore über eine Schauspielerin, die ein Paar kennenlernt, naja, das vor 20 Jahren für einen landesweiten Skandal sorgte. Also kennenlernen ist ja, naja, nett umschrieben, sagen wir es mal ja, so. Sie lernt sich schon, also sie will die ja kennenlernen, um zu erfahren, ja, eben, wie sie das zu kennenlernen klingt so ein bisschen zufällig, so Zufallsbegegnung. Ach so, ja. Aber ja, ja. Das ja, wenn ist ein Film für Erik, nicht für mich. Ja, ne, am besten mal selber reinschauen, liebe ZuhörerInnen, oder mal reinhören in unsere Episode 813 von letzter Woche. Da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Und jetzt habe ich gerade den Tab verloren. Hier sind wir. The End We Start From startet noch. Eine Romanverfilmung über eine junge Mutter und ihr Baby im Angesicht einer verheerenden Umweltkatastrophe mit Jodie Corner und Benedict Cumberbatch. Ha, gut besetzt auf jeden Fall, ne? Ah ja, das wäre doch auch mal ein guter Sneak-Film, so von der Besetzung her, meine ich. Und ja, ist auch nicht gerade das oberste Regal, glaube ich. Passt das auf den Tipp eigentlich? Was war der Tipp nochmal? Eine grandiose, einfach grandios. Nee, das passt dann, glaube ich, nicht. Das klingt eher nach einem Drama. Eher, ne? Eher. Dann ein Drama, ja, ist das nächste. Und zwar, alle, die du bist. Im rheinischen Braunkohlerevier lebt Nadine mit ihrem Ehemann Paul. Sie arbeitet hingebungsvoll in einer Fabrik, doch privat läuft es nicht mehr rund. Denn nach mehreren Jahren Ehe hat sich das Gefühl, dass ihr Partner ihr wie ein Fremder vorkommt. Was hat sie das Gefühl? Okay, sie will die Liebe nicht aufgeben und probiert, die Gefühle für Paul wieder zu entdecken. Nadine denkt darüber nach, was sie früher in ihm sah und warum sie dieses Spezielle nicht mehr sehen kann. Also, wenn dasselbe ein französischer Film wäre, wüsste man ja, dann würde sie jetzt Tinder nehmen, mal alle durchbumsen und dann wieder zu ihm zurückkommen. Ne? Das hatten wir ja letztens in dem Film It's Raining Man. Ja. Es läuft auch noch an, den habe ich als Trailer verlinkt auf kinocast.net. Nathalie, Überwindung der Grenzen. Also nicht der Babystrich, sondern Überwindung der Grenzen, der bekannte Film. Französische Komödie über einen Staatsbesuch in einem sizilianischen Geflüchtetenlager, bei dem auf symbolische Weise gezeigt werden soll, dass alles unter Kontrolle ist. Sieht ganz amüsant aus, obwohl es ja ein Drama ist, so ein bisschen bittersüß, wo dann eben so ein bisschen so ein potemkinsches Dorf aufgebaut werden soll, dass da alles okay ist und ja, sie muss sich darum kümmern. Ja. Und das war's, glaube ich, oder? Ist, ich glaube, alles ja. Doku. Eine Doku. Okay, dann machen wir das mal hier zu. Ja, The Kletzmer Project ist was für dich. Doku-Musical. Oh. Doku-Musical. Und der Typ hatte schon die Ziehharmonika. Ach, oh Gott. Ja, Mann, da steht, wenn du auf die Beschreibung klickst, kommt jetzt mal ein Bild einer am Keyboard und der andere mit so einer Fiedel in der Hand. Alles hervor, das ist was für dich. Also Keyboard an sich ist ja erstmal okay, ne? Produktionsland Argentinien, Österreich. Das sind ja. Falls irgendjemand hier auf der Reise nach. Auf der Reise. Eine Reise auf der Suche nach der Wurzel jiddischer Musik. Das fände ich. Sollte uns mal ein Screener zukommen, dann kann der Erik den bestimmt anschauen. Der ist da prädestiniert dafür. Ich nicht. Aber wir können, glaube ich, einen Screener von If kriegen. So. Ich habe noch was geschaut. Mehrere Sachen. Ein paar Sachen mache ich ein bisschen kürzer. Atlas habe ich geschaut, der ist ja jetzt neu erschienen auf Netflix, da haben wir ja letzte Woche sogar schon den mit drin gehabt bei den Kinostarts, weil der eigentlich wohl erstmal im Kino laufen sollte und dann hat man sich wohl entschieden, den auf Netflix rauszubringen, warum auch immer, ich weiß es nicht, er hat so viel Qualität fürs Kino. Regie führte Brad Peyton, den könnten wir kennen aus Rampage, Big Meets Bigger und San Andreas. Also das sind natürlich Highlights der Filmgeschichte. Highlights. Jetzt schon besser als die Kong-Filme. Highlights der Filmgeschichte, sage ich mal. Ne? Rampage hat man sogar in der Sneak Preview. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich erwische in letzter Zeit wirklich immer nur extrem dämliche Filme. Ich weiß auch nicht. Ich meine, bei Atlas hatte ich schon so eine Vermutung. Es hat aber geheißen zum Interview, dass der Regisseur sehr inspiriert war von dem Game Titanfall und das mag ich eigentlich ganz gerne. Und ja, vielleicht sage ich erstmal, worum es geht, bevor ich hier zu sehr ins Detail einsteige. Atlas ist halt so eine, spielt so in so einer nahen Zukunft, jetzt nicht ganz so fern, wo alles irgendwie ganz modern ist und wir sehen da
Jennifer Lopez, von der ich dachte, sie hätte sich nun endlich mal aus dem schauspielerischen Bereich zurückgezogen. Aber nein, sie ist doch wieder zurückgekehrt. Vielleicht läuft es doch mit der Musik doch nicht ganz mehr so gut, weiß es nicht. Es gibt ja eigentlich nur, meiner bescheidenen Meinung nach, gibt es nur einen guten Film mit ihr, das ist The Cell. Den Rest in ihrem Portfolio kann man getrost vergessen. Und ja, wir sehen, wie sie früh aufwacht und dann wird sie von irgendjemand wieder angerufen, so, hey, du musst zurückkommen, wir brauchen dich hier, warum auch immer. Und sie kommt dann zurück und sie soll da irgendwas, wir erfahren, genau, dämliche Story am Anfang zur Erklärung des ganzen Settings war, dass in der Zukunft gibt es sogenannte KI-Soldaten, die halt quasi humanoid aussehen und da irgendwie alles platt machen und die haben da Kriege geführt und alles und die Menschen müssen sich wehren und das Einzige, wo sie sich wehren können gegen die KI-Soldaten, sind solche, wie bei Titanfall, halt solche, wie soll man es nennen, Mechas oder sind das Mechas? Sind jetzt nicht ganz so groß wie bei Pacific Rim, aber solche Dinger, wo man als Mensch reinsteigt. So eine Art Power-Rüstung von Fallout, würde ich vielleicht mal sagen, genau. Mit dem Unterschied, dass diese Power-Rüstung auch eine Alexa beinhaltet, und man muss sich mit ihr auch verbinden, so ähnlich wie auch bei Pacific Rim da irgendwie, dass alles gesynkt werden soll. Also ein riesen Bullshit. Und weil sie aus ihrer Vergangenheit noch Befürchtungen oder schlechte Erfahrungen gemacht hat mit sowas, will sie das erstmal nicht. Und das muss aber sein. Und da verbindet sie sich erstmal nur zu 20% und später dann natürlich zu 50% und später natürlich dann auch ganz und ach und... Und am Anfang weiß sie gar nicht, wie mit dem Ding umzugehen ist, weil die sind da in so einem Raumschiff-Transport zu diesem anderen Planeten, wo da irgendwie der Oberbösewicht, denn so eine KI hat natürlich auch immer einen Bösewicht, ja, also ein Boss, wo alles dranhängt. Das ist natürlich bei der KI ist das so. Und den wollen sie fangen. Und da fliegen sie dahin zu dem Planeten, geht was schief, Raumschiff wird beschossen und sie muss in so ein Mecha, in so eine Powerrüstung einsteigen und sich zum ersten Mal damit zurechtfinden. Das Coole ist ja, sie weiß zuerst gar nicht, wie das funktioniert. Und später dann weiß sie sogar, wie das zu reparieren geht. Ja, da ist so ein Fehler. So, ja, da müssen wir das sowieso Relais überbrücken mit dem und dem und bla bla bla. Okay, also ein riesen Haufen Müll ist dieser Film, der aber wahrscheinlich viel Geld gekostet hat. Also sieht zumindest mal effektmäßig ganz okay aus. Aber was für ein Bullshit, ey. Oh. Ich hab richtig Bock, den zu sehen jetzt. Was für ein Müll, ey. Das ist unglaublich. Guck grad hier. Gestern hast du uns gefragt, ob wir da schon reingeschaut haben. Und ich dachte so, vielleicht meint er damit, wir alle zusammen drüber reden können. Nein, du wolltest nur nicht alleine leiden. Nö, das nicht. Ich habe nur gefragt, ob den schon von euch jemand gesehen hat. Und dann kam der Chris mit einem Dad-Joke ums Eck. Um mich mal ein bisschen auszutauschen über das, was diesen Verkehrsunfall, den ich da gerade gesehen habe. gucke ich nicht an. Ich mag Jennifer Lopez nicht. Ja, ich ja auch nicht. Deswegen, aber weil der Trailer... Der Trailer sah noch ganz okay aus, fand ich. Ich habe den Trailer tatsächlich mal geguckt gehabt, weil der bei den Kinostarts... Der Trailer von Rebel Moon sah auch gut aus. Ja, der war auch Riesenmüll, ne? Stimmt. Aber also, gut, das wusste man ja vorher bei Rebel Moon. Hier war ich, Chris. Ich würde an der Stelle einfach nur sagen, meine Erwartungen an Filme mit Jennifer Lopez sind eher J-Lo. Ich gehe dann. Ciao! Wo packst du diese furchtbar schlechten Witze eigentlich immer aus? Überraschungseier. Also, zusammengefasst kann ich sagen, Atlas oder wie auch immer das heißt, nicht unbedingt empfehlenswert. Und ich frage mich auch, wie man im Jahr 2024 mit so einem Film um die Ecke kommen kann, wenn es schon seit den 80ern eigentlich den perfekten Film gibt für sowas, nämlich Terminator. Wo halt Menschen gegen künstliche Intelligenz kämpfen und wo einfach mal, da wird einfach alles richtig gemacht. Ja, da gibt es nicht nur, okay, da gibt es halt immer den einen, der da in die Vergangenheit zurücktransportiert wird, ja, der gefasst werden muss, ja, aber es gibt jetzt nicht irgendwie den einen Bösewicht. Es gibt natürlich den einen Supercomputer da irgendwo bei Terminator, aber hier ist doch alles ein Riesenquatsch, ey, dass sie sich auch für so einen Mist hergeben, manche Leute da. Ja, also von mir 2 von 10. Okay. 2 von 10, oha. Ja, bei Moviepilot hat er ja sogar
4,9 von 10 als Durchschnittswertung. Und verrückt. Ja, total verrückt. Habt ihr von dem Film Walls with Bashir schon mal irgendwas gehört? Nein. Also der war 2009, war der, glaube ich, bei den Oscars nominiert. Ist ein Animationsfilm, ein animierter Film. Und er handelt von dem Krieg von Libanon, halt Libanon-Krieg gegen Israel. Und es beginnt damit, dass ein Regisseur, Ari Folman, der wird im Traum immer ja, von bösen Sachen verfolgt und er macht sich dann auf die Suche nach den quasi nach den Dämonen seiner Vergangenheit. Und er war halt damals in dem Krieg, in dem ersten Libanon-Krieg, Anfang der 80er und hat sehr, sehr viele Erinnerungen aus der damaligen Zeit verloren. Und was er halt macht, ist mit sich zum einen mit seinen eigenen Erinnerungen auseinanderzusetzen und zum anderen mit Personen zu sprechen. Also er trifft Leute, die damals in seiner Einheit waren. Er trifft Leute, die damals irgendwelche Relevanz hatten bei irgendwelchen Operationen, wo er mit beteiligt war. Und das Ganze ist aber halt alles animiert. Also wenn ihr mal, ich habe euch mal den Link gepostet zu Movie Pilot, da läuft der Trailer durch, damit ihr mal so ein bisschen den Stil seht, wie das gestaltet ist. Ich kann das nicht so recht beschreiben. Das ist jetzt nicht so ein Animationsstil, der sehr gewöhnlich aussieht, den man schon mal irgendwo gesehen hat. Das hat was ganz Eigenes. Das wirkt eher fast so, als wären das echte Aufnahmen, über die so ein Kunstfilter gelegt wurde. Gibt es ja heutzutage, aber weiß ich nicht, ob das 2008 schon ging. Und er hat mich extrem beeindruckt, der Film. Also ich habe den bis jetzt noch nicht gesehen gehabt, weil ich weiß nicht warum. Ich hatte schon vermutet, dass er ein schweres Thema hat und das hatte er dann tatsächlich auch. Und ich finde auch das Ende überragend. Ich sag's mal so, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Das Ende ist wirklich absolut heftig und überragend und ich kann jegliche Oscar-Nominierung verstehen, die der Film bekommen hat und würde auch mal ja, verschiedenen oder allen ZuhörerInnen den Film einfach mal ins Herz legen. Der ist jetzt zwar schon ein paar Jahre alt, aber gerade wenn man so ein bisschen verstehen will, was da vielleicht in dieser Region da unten passiert, warum das so ein Pulverfass ist und das ist hier in diesem Film auf eine sehr gute Art erklärt. Es sind natürlich nicht alle Sachen erklärt, die jetzt gerade dieses Pulverfass betreffen, aber man bekommt schon mal so einen Einblick da rein und wie verworren das Ganze ist, wie schwierig das auch ist, da mit damit zurechtzukommen, mit den verschiedenen Strömungen, die es da gibt, mit den verschiedenen Nationalitäten, mit den Religionen und alles, was da so zusammengehört. Und das hier auf so eine beeindruckende, auch visuelle Art und Weise hat mich echt umgehauen. Walls with Bashir, ich habe gerade geschaut, den gibt es leider gerade nirgendwo zum Streaming. Ich habe den bei mir hier auf Disc gehabt, habe den seit Ewigkeit nicht geschaut. Vielleicht setzt ihr euch mal auf die Watchlist, damit ihr den mal schauen könnt, wenn der irgendwo kommt. Klingt auf jeden Fall wie so ein Thema, das ständig aktuell ist. Ja, wie gesagt, aus 2008 und ist ja quasi immer noch ein Thema, ne? Der Film geht 87 Minuten. Würde ich vielleicht auch mal so als Thema für die Schule. Weil das ist jetzt nicht so irgendwie so schwer erzählt. Schwierig, sag ich dir gleich. Ja, ist jetzt nicht so schwer erzählt, vielleicht so fürs Thema Ethik oder so, weil da geht es auch darum, was hat er für Verbrechen während des Krieges begangen, die er jetzt mittlerweile schon verdrängt hat und solche Sachen. Wie geht man damit um und was macht Krieg mit Menschen? Und ein echt empfehlenswerter Film, hat mich so umgehauen. Ich muss da noch viel mehr nachforschen, was ich für Filme noch nicht gesehen habe von den ehemaligen Oscar-nominierten Filmen, die mir durch die Lappen gegangen sind. Ich glaube, da sind noch sehr viele Perlen dabei. Da werdet ihr vielleicht in den nächsten Wochen noch ein bisschen was hören oder Monaten. Und einer der Filme, der natürlich ein ähnliches Thema hat, auch mit Verbrechen des Krieges, aber den sollte eigentlich jeder und jede gesehen haben, ist Schindlers Liste. Den habe ich auch geschaut.
da hatte ich zufällig reingezappt, als der anfing, und habe dann wirklich bis zum Ende geschaut. Und jeder, der ihn gesehen hat, weiß ja, das ist ein sehr langer Film, ja, und ich wusste auch, was mich erwartet, und es hat mich aber sofort wieder in den Bann gezogen, und das ist einfach ein überragend guter Film. Das ist unglaublich, was Steven Spielberg da gemacht hat. Ich meine, wenn man bedenkt, was er so außenrum gemacht hat um diesen Film, welche, ja, sagen wir so Action-Blockbuster, welche Sommer-Blockbuster und was. Und dann macht er diesen Film, der wirklich so tief reinsticht und der so viel mitbringt und so dicht ist und so gut erzählt ist und ja, auch wieder extrem hat er mich umgehauen, wieder mal, obwohl ich den schon kenne und der ist ja auch schon älter. Ja, ihr kennt den alle, oder? Ich musste gerade, tatsächlich habe ich vor 2 Tagen oder so erst wieder ein Reel reingespült bekommen, einen Ausschnitt aus dem Programm von Ricky Gervais. Ich weiß, das ist jetzt ein absoluter Bruch mit dem, was du sagst und alles. Nur da ging es halt auch drum. Er geht auf die Seite, oder er geht halt ein auf die Internetseite, Does the Dog Die? Ah ja, stimmt. Das ist doch aus seinem Netflix-Special. Oh, ja. Und dann halt auch so, ja, und dann hat er halt auch so rumgeguckt in Schindlers Liste. Ja, ist Antisemitismus in diesem Film. Das ist schon hart. Deswegen, aber ja, ist, denke ich, wie du sagst, einer der absolut wichtigen Filme, die man schauen sollte, wenn man auch vielleicht verstehen sollte. Und dem ein oder anderen Urlauber auf Sylt würde das vielleicht auch ganz gut tun. Okay, ja, definitiv. Definitiv. Na gut, Idioten gibt es überall, aber da. Das ist richtig, ja. Da auf jeden Fall. Ich bin gerade auf der Seite Does the Dog Die. Da ist hier Our Top 10 Movies Where the Dog Doesn't Die. Platz 1 ist Air Bud. Platz 2 ist Beethoven. Ich glaube, das ist alphabetisch sortiert. Dann Pets. Ach, Dog hier mit Mark Wahlberg, genau. Ja, sehr schön. Marmaduke, ah, der war der Film scheiße, Marmaduke. Ja, aber der Hund war cool. Bolt ist ein animierter Film, nehmen sie auch mit rein, okay. Naja, sehr schön, kann ich ja mal mit verlinken hier, mach ich mal hier bei den Zusatzinformationen. Does the Dog Die? Okay, dann bin ich durch mit Filmen, dann haben wir noch eine Serie. Serien. Wer möchte denn über The Age Show sprechen? Da darf die Kate drüber sprechen, weil die fand es grandios. Echt? Wenn ihr meine Stimme ertragt, so, ja. Genau, The Age Show. Erik, wie viel hast du davon gesehen? Eine Folge. Das hat mir auch gereicht. Okay, Chris und ich haben alles gesehen. Wir haben beide die Serie zu Ende geguckt. Süß. Also, The Age Show. Ein junger Mann, der ziemliche Probleme hat und kurz davor ist, sich umzubringen, wird quasi angeheuert, bei etwas mitzumachen. Es wird dann gesagt, bevor du dich jetzt hier umbringst, komm mit zu uns. Man braucht dafür kein besonderes Talent und deine Zeit wird quasi kostbar oder wird gezeigt, wie kostbar deine Zeit ist, die du noch leben möchtest, solltest. So. Also, ja gut, schlimmer kann es nicht werden, der macht mit. Kommt er in so eine Art Theaterraum, steht ein Tisch mit Karten, da fehlen auch schon ein paar Karten, sind Karte 1 bis 8, ein paar fehlen schon und er soll eine Karte auswählen und dann nimmt er die Nummer 3 und dann soll er durch den Vorhang gehen und dann wird alles weitere sichtbar und dann geht er halt da durch und dann kommt er in einen großen Raum, wo rechts und links, das sieht aus, als würden da überall so Futterstände sein, in der Mitte sieht aus wie ein Pool und eine große Rutsche und gegenüber von ihm ist eine große Treppe, wo es Stockwerke gibt von 1 bis 8 und bisher ist er noch alleine, also er sieht zumindest gerade keinen und er guckt sich das dann an und geht mal Richtung die Räume und dann heißt es auch, er muss jetzt bald seinen Raum aufsuchen und dann stelle fest, okay, die Nummer 3 ist auch das Stockwerk 3 und seine Zimmernummer 3 also. Und ja, Alina. Und da geht er in das Zimmer rein und es ist so, ja, mittelgroß, da ist nichts drin, außer eine Anzeige
mit so LED-Anzeige, mit Zahlen und einer Art Aufzug, der aber zu ist. Und dann geht der Aufzug auf und dann spielt er eine Karte drin, wo dann drin steht, hier, da ist übrigens dein Regelbuch. Wenn du die Regeln befolgst, kriegst du pro Minute Geld. Je nachdem, wie lange du halt in dieser Show überlebst oder weitermachst. Eine der Regeln ist, dass keiner sterben darf, zum Beispiel. Oder dass sie halt nur von einer gewissen Zeit an im Raum sein müssen und nur da, zu einer gewissen Zeit den Raum verlassen dürfen, runter in diesen großen, großen Bereich. Und gibt halt mehrere Regeln, die sie befolgen haben. Alles, was sie im Raum kaufen, dürfen sie nicht mit aus dem Raum rausnehmen. Solche Sachen. Und alles, was er kauft, stellt er dann aber relativ schnell fest, ist 100-mal teurer als in der echten Welt. Aber er verdient ja auch in jeder Minute relativ viel Geld. Und denkt er sich, ja gut, dann spare ich jetzt, mache ich mir was Günstiges, bestelle ich mir ein paar Zeitungen, da kann ich auch drauf schlafen oder mich zudecken damit und dann spare ich mir ganz viel Geld an über Nacht. Und er muss dann auch eine Klamotte anziehen, das ist einfach eine Hose und ein Oberteil, wo quasi Nähte und Knöpfe und Taschen nur so aufgemalt sind. Also alles mehr Schein als Sein ist. Und ja, er verbringt dann dort die Nacht und am nächsten Morgen, als er dann laut Regelwerk auch sein Zimmer verlassen darf, hört er, dass da noch andere Leute sind. Und zwar insgesamt 8. Und man merkt dann auch gleich, das sind ganz unterschiedliche Personen, ganz, ganz verrückte. Die eine, die jetzt zum Beispiel die Nummer 8 gezogen hat, der merkt gleich, die hat irgendwie einen Schuss weg. Und die findet alles super lustig und ist die ganze Zeit nur am Lachen und merkst direkt, die ist nicht ganz beisammen. Dann der Stockwerk 1, der hat zum Beispiel ein Leiden am Bein, der humpelt die ganze Zeit und so. Und dann müssen sie halt rausfinden, wie das funktioniert. Also ihnen ist klar, sie kriegen pro Minute Geld und sie müssen irgendwas tun, um die Zeit in dieser Show zu verlängern, damit sie mehr Geld ansammeln können. Und sie müssen halt auch Sachen davon kaufen. Sie können auch im großen Raum gemeinschaftlich Sachen kaufen, die aber dann von ihrer Zeit abgezogen werden, die sie in der Show verbleiben können. Und ja, so dann halt, wie gesagt, relativ schnell klar, dass sie die Zeiten irgendwie verlängern müssen. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was genau alles in der ersten Folge passiert, ob das da mit den Treppen schon ist. Erik, weißt du das? Treppen war da noch nichts. Okay, gut. Da war eigentlich das, was du jetzt gesagt hast. So. Genau. Genau. Und dann über die nächsten Folgen hinweg ist es dann halt so, da versuchen sie rauszufinden, wie man die Zeit verlängert. Dann finden sie noch was über die einzelnen Zimmer raus, über die Personen in den Zimmern. Und das Ganze artet dann massiv aus zu einem richtigen Sozialexperiment. Und wo dann auch Klassenunterschied zu sehen ist. Und es driftet sehr hardcore ab. Ja. Ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen, weil es wirklich eine interessante Wende nimmt. Auch wie die Zusammenarbeit zwischen den 8 am Anfang ist und die dann später ganz anders ist und zu was ganz anderem sich entwickelt. Und genau. Und am Ende, also ich persönlich fand das Ende ein bisschen aber tatsächlich relativ logisch. Chris fand es, glaube ich, ziemlich cool. Also ich fand die Sendung generell cool. Sie hatte so ein bisschen eine Mischung aus Squid Game und Alice in Borderland, aber langsamer erzählt. Also es passiert in den ersten 3 Folgen relativ, Anführungsstrichen, viel, aber auch gleichzeitig wenig. Ja. Weil sie halt immer nur in diesen 2 Räumen quasi sind, in ihrem Zimmer und in dem großen Raum. Bis sie dann wirklich rausfinden, wie es überhaupt funktioniert, ja. Und es gibt dann auch versteckte Regeln, die sie rausfinden. Und es wird halt alles so ein bisschen aus der Perspektive von diesem einen, von Stockwerk 3 erzählt. Die nennen sich auch nicht bei Namen. Also die haben gesagt, ja, ich kann mir die ganzen Namen eh nicht merken. Wir nennen uns nach unseren Stockwerken. Und dann ist halt Stockwerk 1 bis Stockwerk 8. Und ja, also ich persönlich fand's cool, hätte aber ein bisschen, ich glaube bei Folge 4 habe ich dann zum Chris gesagt, jetzt könnt's mal ein bisschen Fahrt aufnehmen
und ein bisschen peppiger werden. Und das wurde es dann auch. Von daher, ja. Chris, was meinst du? Das sind ja nur 8 Folgen oder so, ne? Ja, oder? Genau. 8 Folgen pro Protagonist, eine Folge quasi. Genau, sind 8 Folgen und es ist tatsächlich ein größeres Sozialexperiment, wo da halt beschrieben wird, mehr oder weniger, weil verschiedene Charaktere aufeinanderprallen und eben dann auch verschiedene Machtverhältnisse entstehen in diesem Raum oder in diesem Gebäude. Und es ist eine Gesellschaftskritik, es ist eine ganz deutliche Medienkritik mit drin. Die fand ich eigentlich ganz cool, die Message war darüber. Manchmal wirkte es etwas langatmig, ein bisschen so, hör, aber dann ist auch mal so ein absolutes Loophole drin, also wo du denkst, hä, das kann jetzt das sein. Insgesamt ganz, ganz cool gemacht, aber weil ja die Show halt immer quasi weitergehen muss und worauf zielt es eben ab, auch bei den ganz bei einer normalen Fernsehserie oder beim Dingsen, es geht immer um die Einschaltquoten. Und wenn die Quote stimmt, dann kann man auch weitermachen. Wenn es halt nicht stimmt, dann nicht. Und wie weit geht man, um das wirklich am Leben zu halten auch? Und was kann man alles zeigen und alles machen? Und was bringt dann auch am meisten Zuschauer? Und das fand ich ganz arg interessant dargestellt, weil es halt mit dieser, also auf der Meta-Ebene, wo es dann sich auch abspielt, teilweise relativ harsche Kritik an der ganzen Medienlandschaft auch ist und natürlich an den Menschlichkeit oder Menschlichkeit auch an menschlichen Sachen, was mit Menschen passiert, wenn sie einfach ja der Meinung sind, sie haben mehr verdient als andere oder auch mehr Macht haben oder auch das Gefühl haben, okay, dadurch, dass ich mehr Geld habe, habe ich mehr Macht und kann mir einfach alles über von den anderen nehmen. Und wie stark kann man Leute erniedrigen? Wie stark werden ja zum Beispiel die Genfer Konvention oder sowas aus Kraft gesetzt und solche Sachen? Das ist wieder dieses, wenn es einen selbst betrifft, dann ist es meistens ja alles doch nochmal ein bisschen anders, wie man das vielleicht so gerne hätte oder gerne auch sagt. Deswegen, das fand ich ganz stark eigentlich dargestellt. Insgesamt eine Serie, die man auf jeden Fall mal angucken kann. Also ich weiß jetzt nicht, Erik, nach einer Folge konnte ich mir noch kein Urteil bilden. Wenn du schon nach einer Folge sagst, ja, okay, nee, das ist ja mein Problem, genau. Also, das, also ich hatte einfach dann, ich habe gedacht, eine Folge habe ich geguckt gehabt, das wird einem ja jetzt bei Netflix quasi immer reingespült hier, weil das irgendwie neu ist. Und ich habe die eine Folge geschaut, dachte ich, boah, das ist ja wie Squid Game in langweilig, also das ist ja. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht schaue ich mal weiter irgendwann oder so. Und jetzt habe ich von euch gehört, dass das noch ein bisschen besser wird. Da werde ich wohl doch mal weiterschauen. Ja, also ansonsten das Einzige, was mich da gereizt hat, waren so ein bisschen die visuellen Sachen, weil das beginnt so in so einer fast Square-Filmformat. Da dachte ich schon, da ist irgendwas kaputt hier. Und dann wechselt das so ein bisschen auf 4:3. Das ergibt tatsächlich aber auch Sinn, warum das so gemacht ist. Ja, das, was draußen ist in dem Format und das, was in der Show genau. ist ein Breitband. Du bist halt tatsächlich dann auch wieder in diesem Handyformat, in diesem 4:3 auch teilweise oder halt wirklich im Hochkant-Handyformat. Und das ergibt dann auch, wenn du das Gesamtding betrachtest, ergibt es auch wieder Sinn. Deswegen, ich sage ja, man muss, glaube ich, wirklich das gesamte Teil sehen am Ende mit all seiner Brutalität teilweise, mit seiner Sachen, wo man denkt so, boah, das kann jetzt aber nicht sein. Und im nächsten Moment stellst du fest, ja gut, das machen sie trotzdem und das sollte man vielleicht nicht machen. Und immer die Frage stellen, wie man selbst da agieren würde oder was man machen würde. Und das ist so ein bisschen mit das Spannende daran. Das Lustige daran ist, ich habe eine koreanische Gaming-Show gesehen. Die gibt es, glaube ich, auch auf Netflix. Die heißt The Devil's Game, glaube ich, heißt die. Und da geht's, da ist tatsächlich so, da werden Leute, teilweise auch prominente Koreaner, sind in wie so einem Big Brother Haus und können sich Geld erspielen oder halt Privilegien erspielen. Und das sind richtig, also sind richtig schwere Spiele, also die müssen richtig gut Mathe und so können. Und da geht es dann teilweise auch darum, dass sie so Allianzen formen, die dann im nächsten Spiel schon wieder aufgekündigt werden. Und da musste ich so an diese tatsächliche Game Show denken,
war, da geht es natürlich nicht so brutal dann später zu wie bei The Eight Show, aber auch da war es dann auch so, ich habe dir vertraut, warum hast du dich jetzt gegen mich gewandt und nur wegen dir habe ich jetzt die Münzen verloren und so. Und das fand ich auch richtig interessant, dass das halt im wahren Leben tatsächlich auch oft so ist bei so Game-Shows, dass es halt anders läuft, als man denkt. Und dass man sich nicht auf fremde Leute vertrauen kann. Und also ich finde, die Koreaner machen da echt gute Sachen, muss ich schon sagen. Ja, ich werde mal noch weiter reinschauen, mal gucken. Vielleicht habe ich dann nächste Woche dann schon ein Update oder so. Genau, also die erste Folge hat jetzt noch nicht so richtig gerockt, fand ich. Da war jetzt bei Squid Game schon mehr Pulver drin. Naja, Serien Neustarts. Ich habe mal zwei rausgesucht, die jetzt neu starten in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche. Das erste ist eine Serie, die heißt genauso wie ich, nämlich Erik. startet auf Netflix am 30. Mai. Ist eine Serie mit Benedict Cumberbatch. Und da verschwindet der Sohn von Erik im New York der 1980er Jahre spurlos. Und, ach nee, Quatsch, in der Thriller-Serie Erik aus dem Hause verschwindet ein Junge, der in New York der 80er spurlos. Sein Vater Vincent, ein Puppenspieler im Fernsehen, muss mit dem Verlust umgehen. Nun ist er auf die Hilfe eines Monsters angewiesen, das der Fantasie seines Sohns entsprungen ist. Okay, klingt ja auch ganz interessant. Also Benedict Cumberbatch kann man, glaube ich, immer gucken. Ich glaube, Erik heißt das Monster. Oh, okay. dann startet auch noch am 5. Juni. Chris, was startet da? Du hast es bestimmt in deinem Kalender markiert. Star Wars The Acolyte. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Genau, da geht es um den ehemaligen Padawan, die mit ihrem Meister während der Ära der Hohen Republik eine Reihe von Verbrechen untersucht, bei denen Jedi ermordet wurden. Die Mächte, mit denen sie dabei jedoch konfrontiert werden, erweisen sich als noch gewiefter und finsterer als zunächst angenommen. Also das ist, ja, das haben wir uns rot angestrichen im Kalender, ne? Da müssen wir gleich reingucken. Ja, definitiv. Ja, das waren so meine zwei, die ich jetzt gerade rausgesucht habe. Und dann. Ich werde beide gucken. Ja. Ja, habe ich gesagt, wo es läuft? Netflix, ne? Netflix. Ja. Okay, dann gehen wir mal rüber zu den Musiktipps für unsere Spotify-Playlist. Musik. Ich habe natürlich, hat man schon im Kino drüber gewitzelt, von Lady Gaga, Alejandro. Alejandro. Lustig, ich habe was vergessen. Ja, du warst doch lange nicht da, das ist klar, dass man solche Sachen vergisst. Das ist dann. Oh, hab ich den da schon mal gemacht? Während Kate noch einen Taylor Swift-Song raus. Nein, tatsächlich nicht. Habe ich von Peyton Parrish und Tyler Connolly How Should I Remember You? Okay, das wandert auch sofort hier drauf auf unsere Spotify-Playlist, die heißt Kinocast Songs. Ich habe hier, glaube ich, noch nicht drauf. Miley Cyrus? Miley? Ganz verrückt, ich weiß. I used to be young, da ist es. Oder used to be young, ohne I. Okay. I came in like a wrecking ball. Hör auf, sonst müssen wir noch GEMA bezahlen, du bist ja so nah dran. wie war der Titel nochmal? Jetzt habe ich es ganz vergessen über den Quatsch used hier. Used to be young, genau. Da ist es. Vielleicht haben wir nicht drauf gemacht, ne? Werde ich es gleich wissen, warte. Nö, ist hinzugefügt. Also ich meine, das gibt es natürlich drei oder vier Mal in verschiedenen Versionen. Ich habe jetzt einfach mal die erste genommen. Ja, die normale. Ja. Das ist ein schöner Song. Ich mag Miley Cyrus eigentlich gar nicht so arg, aber den fand ich gut, den Song. Okay. Wunderbar. Haben wir das auch gemacht. Und da würde ich sagen, schauen wir mal, was uns morgen dann Grandioses in der Sneak Preview erwartet, wenn ihr gehen wollt. Jeden Montag, 20.30 Uhr beginnt das im Stuttgart in den Innenstadtkinos. Es sind ja noch Ferien, dürfte ja kein Grund sein, nicht zu gehen für die meisten. Und ansonsten hört uns dann nächste Woche wieder. Mal gucken, was wir bis dahin noch alles geschaut haben. Bis dann, tschüss. Auf Wiederhören. Macht's gut, tschüss. Habe ich gar nicht erwähnt, dass die Webseite neu ist. Huh. Naja, werden die schon merken. Ja, das hast du letzte Woche schon gesagt, dass du umstellst. Dass ich es machen will, ja. Ja. Ich kann jetzt hätte ich Vollzug melden können. Schneid's doch noch rein.
Anyway, Webseite ist neu. So mittendrin, also. Mittendrin bla, bla. Irgendwo. Ah, übrigens, Mattline ist neu. So zack, völlig. Den würde ich fühlen. Also. Bis bald im Kinocast.